Ja, wir sind ja hier auf den Roter Blues-Tagen. Das heißt, wir haben uns natürlich zu Hause hingesetzt und haben den Blues geübt. Wir kommen ja eigentlich aus dem Schlager-Genre, deswegen war es besonders schwierig. Die nächste Nummer ist eine Blues-Nummer. Das Stück heißt So Long. Willkommen in Rot wieder. Du warst letztes Jahr gegenüber über die Straße im Galaxy, damals ausverkauft. Ein Club mit 100 Leuten, heute die große Kulturfabrik, 800 Leute. Ganz schöner Sprung. Absolut, ja. Es ist einem gar nicht so bewusst, bis man es jetzt mal hört eigentlich. Ja. Du hast kürzlich in einem Interview gesagt, du würdest gern auch mal wieder irgendwann auf die großen, größeren Bühnen zurück. Ist das schon so die Größenordnung oder ist es dann so die Arenengrößenordnung? Also ich glaube eher sowas dazwischen, vielleicht 1,5 bis 2000 Leute. So. Und es gibt halt diverse Festivals, die mich auf jeden Fall interessieren, aber wir schauen mal, was so kommt. Du bist im Moment schwer beschäftigt, bist eigentlich dauernd on the road auf Tour. Mal solo, mal mit Band und arbeitest gleichzeitig auch noch im Studio an der neuen Platte, also gut beschäftigt. Genau, ja, wenn ich nicht auf der Straße bin so und wir Shows spielen, bin ich eigentlich im Studio. Ist ziemlich heftig momentan, aber man überlebt, man sieht. Ist ja das, was du eigentlich, nehme ich an, von Anfang an auch wolltest, also live spielen und Platten unter die Leute bringen. Genau, also im Normalfall oder im Idealfall läuft es so ab, dass wir nicht auf Tour sind, wenn wir eine Platte machen, aber das hat sich so jetzt gerade nicht anders machen lassen, deswegen ist das für die Zeit schon mal okay. Man hat natürlich sehr wenig Zeit für sein Privatleben eben, weil wenn man zu Hause ist, schläft man dann eben vielleicht mal gerade und muss wieder los dann. Ich habe zu Weihnachten ein Buch geschenkt bekommen, da steht drin, wie man mit dem Publikum agiert, interagiert. Das erste Kapitel handelt ausschließlich davon. Deshalb muss ich fragen, geht's euch soweit gut? Wunderbar. Wir machen so weiter, wie wir angefangen haben, nämlich langweilig. Die nächste Nummer ist Minimum genauso langweilig wie die erste. Das Stück heißt Breathe In und geht ungefähr so. Sebastian Bach, meine Damen und Herren. Danke. Thank you.
life no one else before. Not to look at you just glorifies me more. And in my hand, a crystal ball like it makes me know the future. Du hast die letzten anderthalb Jahre für etwas Furore gesorgt, hast dich dann auch medial rar gemacht, in letzter Zeit doch einige Interviews gegeben. Fühlst du dich jetzt, sagen wir mal, wieder besser, um auch dann mal Rede und Antwort zu stehen, wie jetzt gerade das große Stern-Interview oder so? Ich denke, es war einfach an der Zeit, mal aufzulösen, was da in mir vorging. Und ich denke auch, dass ich mich nicht weiter verstecken muss und mich auch nicht für meine Entscheidungen schämen muss. Da, und ich habe sehr viel über diese Gesellschaft und soziale, zwischenmenschliche Beziehungen etc. gelernt. Das war sehr hilfreich für mich. Wie einfach oder schwer ist es dir gefallen dann, weil du hast ja auch Angstattacken, darüber dann zu reden, man macht sich ja doch oder zeigt sich von der verletzlichen Seite, verletzbaren Seite her. Wie einfach oder schwer ist es dir gefallen, darüber zu reden? Ich habe mir einfach vorgenommen, das Medium Internet aufs Reduzierteste zu nutzen, mir die Sachen nicht mehr durchzulesen, die andere Leute über mich schreiben. Das heißt, ich habe diese Seite, die ich vorher betrieben habe, komplett abgegeben. Und seither bekomme ich auch nicht mehr mit, was irgendwelche Spinner von mir denken. Und das ist auch gut so, denn die interessieren mich einfach nicht. Was diese ganze Angstgeschichte betrifft, bin ich, wie ich schon mal gesagt habe, eben auch im Stern-Interview in Behandlung, nehme Medikamente dagegen. Und man kann das, denke ich, in den Griff kriegen, wenn man daran arbeitet. Und da arbeite ich hart dran. Macht sich das auch auf der Bühne irgendwie bemerkbar? Ab und zu so. Ich hatte vor drei, also die drittletzte Show war es, glaube ich, da war so kurz vor den Zugaben, habe ich so leichte Angstzustände bekommen, habe es aber in den Griff bekommen und habe das durchgezogen dann. Das geht ja auch nicht anders. Stichwort Bühne. Du hast mal gesagt, ich überrasche mich manchmal selbst mit dem, was ich mache auf der Bühne. Ja, das ist tatsächlich so, ja. Inwiefern kannst du das mal so ein, zwei Beispiele vielleicht auch nennen? Also es ist natürlich nicht möglich, zum Beispiel den ganzen Abend auf der Bühne in so eine eigene Welt zu tauchen, weil man halt immer wieder mal von irgendwo was wahrnimmt und wieder rausgerissen wird. Aber wenn das möglich ist und man eben loslässt und mir das eben gelingt, auch loszulassen, dann kann es passieren, dass ich vielleicht mal eine Passage in einem Song so singen, wie ich sie vorher nicht gesungen habe und mich damit halt selbst überraschen einfach, vielleicht mit der Tonhöhe oder wie lange ich den Ton halte und wo er überhaupt herkommt in dem Moment. Das ist dann das, was mich überrascht. Even if the mountain I have scaled
you. Schon, du bist jetzt immer wieder, soweit es die Zeit zulässt, im Studio. Im Herbst soll es ein neues Album geben. Kannst du uns da schon ein bisschen was oder mehr darüber erzählen, worauf sich deine Fans freuen können? Also ich denke, dass es lyrisch auf jeden Fall sehr in die Richtung Verarbeitung geht. Das heißt, ich habe in den Texten sehr viel verarbeitet, was passiert ist. Musikalisch wird es sehr... Es wird so eine bunte Mischung zwischen Rock, angeblust, teilweise so ein bisschen 60s-Sound und aber auch natürlich so ein bisschen Pop-Schienenmäßig. Das heißt, wir wollen da so einen Mittelweg finden, dass man vielleicht auch jüngeres Publikum mit alter Musik irgendwie erreicht. Produziert wird die Platte von Christian Neander. Der hat die letzten drei Songs, die ich gemacht habe für den ESC, haben wir zusammen gemacht auch. Also zum Beispiel Heart of Stone hat er die Musik geschrieben, ich habe den Text geschrieben dazu und er hat es produziert. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wird auf der neuen Platte dann deutlich mehr Andreas Kümmert als Autor auch in Erscheinung treten? Ja, wieder, genau. Das hatte ich auf. Ich hatte auf der letzten Platte leider nicht die Möglichkeit, die allerersten beiden Alben, die ich gemacht habe, die natürlich nicht so eine Popularität erreicht haben, weil eben das vor Voice of Germany war, da war ich komplett alleiniger Autor und jetzt wird es halt so ein Co-Writing-Ding mit dem Christian Neander, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Und es ist halt für mich großartig, weil ich in meiner Jugendzeit großer Selig-Fan war und er eben der Gitarrist von Selig ist oder war. Dann herzlichen Dank, Andreas. Ja, im Januar ist einer der größten Musiker ever verstorben, Glenn Frey von den Eagles. Für ihn spielen wir wie jeden Abend diese Nummer. Das Stück heißt Peaceful Easy Feeling und er hat es geschrieben. So